Jetzt gehen wir mal rein und versuchen mal hier ins Haus zu kommen. Nee, oder? So, und damit sind wir auch wieder drin. Da war ein Geist. Großvater. Ein Foto mit mir als Baby und Großvater. Wer sind diese Menschen? Ja, das ist auf jeden Fall die von draußen, würde ich mal sagen. Die anderen kennen wir noch nicht. Weg ist das Foto, es war wohl nicht so wichtig. Da hoch kommen wir wohl nicht, weil alles zugestellt ist. Aber da hinten noch eine Tür. Da können wir offensichtlich noch rein. Aber mehr gibt es im Moment nicht, also da ist zu. Rührt sich keinen Zentimeter, etwas blockiert die Tür. Wahrscheinlich der Geist, der da rein ist. So. Wir gehen einfach mal zu dieser Tür. Noch eine verschlossene Tür. Noch ein fehlender Schlüssel. Oh je. Ich hätte wissen müssen, es würde nicht so einfach sein. So, wir brauchen also einen Schlüssel. Wir kommen hier aber auch nicht mehr raus, so wie ich das sehe. Ah, hoch können wir jetzt doch. Ja, und hier sieht es auch richtig einladend aus. Und ich würde mich auch nach einer langen Reise, auch wenn ich ein Kind wäre, ganz bestimmt hier ausruhen, weil das ist so gemütlich. Da kann man erstmal übernachten. Ein dunkler, kalter Schlaf umhüllt mich. Ich höre Stimmen, Schatten ziehen vorüber. Und ich vernehme eine Botschaft. Was für ein seltsamer Traum. Mehr Pulver eines Schutzzaubers. Wo, was für ein Schutzzauber? Okay. Ah, das ist dieses Einkreideding. Okay. Warum fehlen Kreuze an der Wand? Warum waren da jemals so viele Kreuze an der Wand? Ich vergesse immer, finde die fehlenden Kreuze. Man muss ja drücken, sonst geht es gar nicht weiter. Kann ich mir hier natürlich den Raum absuchen, wie ich will. Da finde ich gar nichts. Ja, wir müssen die 9 Kreuze finden. Die müssen wir nämlich dann wieder da an die Wand pflastern. Warum auch immer, was das auch immer für einen Sinn hat, dass es 9 Kreuze sind, die hier die gesamte Wand zu kleistern. Wir müssen sie jetzt finden. Und es sind nur noch 2 Stück. Und es blitzt und donnert ohne Ende, aber wir suchen jetzt erst einmal die fehlenden Kreuze, damit das Zimmer wieder ein bisschen schmucker aussieht und nicht hier die ganzen
Abdrücke an der Tapete noch zu sehen ist. Das ist logisch bei diesem hochwertigen Zustand. So, zwei Stück sind es noch. Wir müssen uns konzentrieren. Irgendwo verschwindet es. Ja, wo haben wir dich? Du bist hier irgendwo. Ich weiß es. Wo sind die zwei Kreuze? So, ein Kreuz noch. Komm, wo bist du? Irgendwo gut versteckt, ich sehe es schon. Also ich sehe es nicht, aber ich sehe, dass das so laufen wird. Das sehe ich schon. Irgendwo, wo man es nicht findet. Klorolle. Nee, lassen wir mal da stehen. Brauchen wir vielleicht noch. So. Was ist das denn? Ist das jetzt hier die Strafe, weil ich so oft daneben gebollert habe? Da ist es doch. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle Dinger bekommen und jetzt haben wir so wahrscheinlich... Großvater liebte diese Kreuze so sehr. Ich sollte sie an ihren Platz zurückhängen. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass das genauso passiert. Und wie es aussieht, müssen die natürlich auch noch alle korrekt. Ich glaube nicht. Was? Ich glaube nicht, dass Arbeit. Genau, das sage ich auch immer. Wovor musste sich Großvater schützen? Ein weiterer Schutzzauber. Ja. Eine seltsame Spieluhr. Ja, aber wir können nichts machen. Ja, das Pulver. Tür festgerostet, wenn ich etwas Öl hätte. Wir hatten draußen Öl, aber... Einige meiner alten Spielzeuge sind noch hier. Die Schublade ist verschlossen. Ich muss den Schlüssel finden. Okay, wir suchen Wecker, Eimer. Mit lächelnden Zähnen, genau. So, ja, es macht Spaß. Wir brauchen einen Wecker, wir brauchen eine Gummiente, eine Knochenmaske. Das war nicht die Knochenmaske, das ist die Knochenmaske. Wir brauchen eine Pinzette, eine rote Maske. Eine rote Maske. Eine Socke. Das ist wohl eher ein Seil. Hier ist die Socke, eklig. Was war das? Ein übler Fleck allerdings. Arm. So, wir brauchen eine Herzkarte, eine Dublone, ein Wecker, einen Faden, eine Gummiente, ein Wecker,
erkennt eine rote Maske. Eine Pinzette. Faden. So, eine Dublone und eine Pinzette. Zwei Dublonen, aber trotzdem keinen Schlüssel. Seltsam, ich kann mich an diese Spieluhr gar nicht erinnern. Ja, wir haben nur zwei Dublonen. Ist auch schon, brauchen wir aber vier. Das reicht nicht. Also suchen wir noch ein bisschen im Sekretär. Schublade ist verschlossen. Das Schloss könnte ich knacken. Ich bräuchte lediglich eine Nadel.